Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir haben jetzt zwei Varianten schon dran, einmal das zum Kleben und einmal so ein normales Gummicase, wo hier dann Noppen sind und hinten halt Noppen, und dann waren halt auch noch Thumbsticks mit bei. Wir haben auch noch einzelne Thumbsticks, die wir dann benutzen werden. So. Aber in diesem Video kommt die dritte Hülle, die wir haben. Ja. Oh, da sind gelbe Thumbs mit bei. Wir haben auch was. Ach, für das Mauspad, was zum Kleben. Das werde ich aber nicht rankleben. Oder? Klebe ich da dran? Ich weiß es nicht. So. Und da haben wir halt mit bei, was zum sauber machen. Für das Mauspad logischerweise. Dann halt das obligatorische. Zweimal Aufkleber für das Mauspad. So eine Katze. Eine Devil-Katze. Bei Mond. Und die Thumbsticks sind Augen. Wie ihr sehen könnt. Und dann halt hier das Case. Was hier jetzt halt keine Noppen hat, weil hier hat hier so Feuer rum. Ich weiß nicht, ob ihr das vernünftig sehen könnt. Seht ihr das? Ja. Es geht hier einmal ringsherum mit Feuer. Und wir machen das jetzt einfach mal den Controller rein, dass ihr das vielleicht besser sehen könnt. So. Der letzte Case hat sehr, sehr gut gepasst, gleich von Anfang an. Auch hier sieht es jetzt wieder sehr gut aus. Oh, hier haben wir jetzt... Das ist besser. Hier haben wir keine Aussparung beim Knopf. Hier haben wir einfach Gummi. Und wir können halt hier drauf drücken. Also können trotzdem ganz gut rankommen und die Taste drücken. Das ist sehr gut. Das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Ja, über Design kann man sich streiten. Es ist halt Anime-Style. Mit dem Feuer gefällt mir schon. Mit den Ohren hier oben. Ja, ich weiß nicht. Also das ist jetzt nicht so meins. Also ich glaube, das werde ich nicht drum lassen. Aber wir werden es erstmal testen. Und dann müssen wir halt gucken, wie sich die Knöpfe machen. Ich werde auch nicht die Aufkleber ranmachen ans Mauspad. Oh Gott. Aber die scheinen hier ein bisschen einfacher rauf zu gehen. Die sind ein bisschen biegsamer. So, machen wir einfach mal so. So, jetzt machen wir. Ich hab eine Idee. Ich biege das jetzt einfach mal alles nach oben. So. Und dann muss es ja rein theoretisch beim wieder gerade biegen drüber gehen, was das nicht will. Naja, auch nicht schlecht. So, nochmal. So. Zack. Ha, geht doch. So, einfach. Ein bisschen wie ein Kondom abrollen in die falsche Richtung. So. Und dann drauflegen und beim wieder gerade machen, schwupp, ist er drüber. Jetzt könnten wir halt hier noch den Aufkleber drauf machen. Aber da bin ich jetzt nicht so der Freund von, den lasse ich ab. Mal alle Einzelteile, was noch übrig sind, packe ich in eine Tüte, damit mir da nichts abhanden kommt. Und das ist halt der Katzendesign. Ich habe die Augen jetzt ein bisschen falsch gemacht, dann können wir so machen. So. Guckt ein bisschen traurig. So. Also
Also ich hätte sie weggelassen, aber na okay. Aber sie sind gut gummiert, also muss ich echt sagen. Also ich hätte jetzt gedacht, man rutscht runter, aber oh, na gut. Wenn man einmal drauf ist, dann sind sie also echt wirklich super gummiert, also muss ich echt sagen. Also gefällt mir. So, das soll es jetzt auch soweit gewesen sein zu dem nächsten Controller-Case. Wir machen gleich nochmal ein Video, wo wir dann uns alle drei angucken und die Für und die Wider davon angucken werden. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.